So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Dawn of War, wollte ich sagen. Ich schaff's halt einfach keinen Anfang mehr zu machen, keinen ordentlichen. So, nachdem wir das auch geklärt haben, ich muss aber dazu sagen, dass mir das auch immer wieder passiert. Wenn ich jetzt mit Scan zum Beispiel aufgenommen habe, ich wollte auch immer Dawn of War sagen. Ja, das ist immer so drin, weißt du? Das ist einfach Dawn of War. Was will man dagegen sagen? Ja, genau. Nein! Was? Was mache ich denn? Du bist dümmer als die KI erlaubt? Naja, eigentlich erlaubt die das schon so. So, ich muss also 1, 2, 3 Felder nach oben rücken. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass du ohne da oben dich mit der großen ganzen Armee zu messen, zu ihm kommst? Ja, aber ich glaube, er wäre schnell genug unten. Ich muss ihn trotzdem da aufhalten. Weißt du, ich könnte natürlich versuchen, hier runterzukommen und da. Aber erstmal müsste ich dann ein Elboot bauen. So eins hier. Und dann müsste ich hier eine Infanterieeinheit bauen. Und ein Panzer, der noch reinfahren könnte. Ja, aber einen Panzer kann ich mir gerade nicht leisten. Du hast sowas von kein Geld. Wie unglaublich kein Geld ich doch haben muss. Okay, er kann keinen. Okay. Ja, das war mein Fehler. Ich wollte eigentlich seine Artillerie angreifen. Aber diesmal hat die Artillerie dich angegriffen. Und der Raketenwerfer. Ich finde es immer super, wie gequält dein Co. Wie gequält Andy. Oh, scheiße, würde ich jetzt mal so sagen. Was heißt, oh, scheiße? Das war eigentlich gar nicht so blöd. Guck mal. Ich mache jetzt erstmal das. Mag jetzt unsinnig erscheinen, aber hat doch ziemlich viel Sinn. Denn meine Angriffskraft steigert sich ein wenig dadurch. Von allen motorisierten Einheiten, ne? So, der wartet hier. Er hat nämlich noch genug Benzin. Zählt unter motorisierte Einheiten eigentlich auch die Schiffe, die stärker werden? Ich glaube ja. So, jetzt kann ich das machen. So, das bringt uns schon mal einiges. Dann kann ich, das machen wir so hier. Weil da machen wir nämlich mehr Schaden. Da hätte er da schon nur noch 3. Bam. Hau ich dich kaputt. Eigentlich ist es manchmal ganz gut, wenn der Gegner vorziehen kann. Also manchmal ist es gut, einen taktischen Rückzug zu machen. Hauen wir ihn weg? Genau. Ich meine, du verlierst ja nur eventuell dadurch deine beiden Geldquellen noch. Ich meine, du hast so schon kein Geld. Willst du mich verarschen? Du hast so schon kein Geld. Der nimmt das jetzt die Runde halb ein und danach hau ich ihn kaputt. Wenn du das sagst. Ich sag das. Ich würde an deiner Stelle das Boot da schon an Strand stellen, dann könntest du eventuell noch was bauen. Ja, vor allen Dingen ist es näher. Genau, leere es. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber. Nee, wäre nicht so schlimm gewesen, aber es wäre unnötig. Stellen dann die Mitte, damit er nicht durchkommt. Also, er kommt doch so nicht durch. Ganz ehrlich, das ist egal. Der kommt nicht ran. Der kommt ran, aber da hat nicht viel. Den hau ich nächste Runde kaputt. Wenn er nicht zurückzieht. Was ich fast annehme, genau. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil jetzt kann ich nämlich seinen Kampfpanzer angreifen. Erstmal dran denken, dass du die Infanterie noch töten willst. Du, chill mal. Das mach mal. Ja, du vergisst so eine so eine. Tu ich gar nicht. Ansagen. So eine, Sachen manchmal. Sowas tötet Infanteristen. Karl. Ich hast dir noch eine Runde mehr erkauft. Und nächste Runde vergesse ich es dann. Nicht, wenn ich dann noch dabei bin. Ich fände das cool, wenn man durch einen Glitch mitten auf dem Meer steht, ausladen. Ich bezweifle, dass das Spiel so verglitscht ist. Witzig wäre es auf jeden Fall. Natürlich wäre es witzig. Meinst du, kriegst du einen Down? Na klar. Meinst du, du kriegst den Down? Nein. Niemals. Aber ehe der mich angreift, greife ich ihn an. Angriff ist die beste Verteidigung.
Auch wenn er mit dem zum Beispiel... Was ich auch manchmal geil finde, ist, wenn der gerade hochheilt, greifen die nicht an, was natürlich total schwachsinnig ist. So, du könntest jetzt mit deinem Landeboot nächste Runde zum Hafen fahren oder du fährst runter und versuchst ihm deine Basis wegzunehmen. Ich habe nur die, also versuche ich das. Weil das Gute ist, wenn ich Glück habe, triggert der den noch nicht, weil der nicht in dem Bereich ist. Jo, der hat ja keine Fabrik da unten. Ich meine, das hättest du schon vor ein paar Zügen machen können, aber hey. Ja, du. Man gönnt sich ja sonst nichts. Artillerie? Ja, das war klar. Okay, den kannst du abschreiben. Ja, das war mir aber ziemlich klar. Oder? Ja, doch, klar. Ja. 3 Kampfpanzer liegen, 2 Jagdpanzer. Wie er sich zurückzieht mit dem TTP. Ah, jetzt, wenn du jetzt deinen Jagdpanzer dann da vorstellst, dürfte er eigentlich nicht mehr durchkommen. Aber der hat noch die Mech-Einheiten da, das ist halt uncool. Naja, wie gesagt, das Problem ist halt, der Vorteil ist, er greift mit seinem Raketenwerfer ja nicht an. Noch nicht. Der Spaß an der Geschichte ist, dass ich den immer noch nicht kaputt hauen kann wahrscheinlich. Nein, er hat immer noch einen. Kratzt mich zwar nicht, aber... Und die Mech-Einheiten da oben traue ich mich trotzdem nicht anzugreifen. Wenn ich es jetzt schaffe, dass er den nicht runterzieht, dann ist er selbst, nicht selbst da. Wenn er ihn runterzieht, er kann nur eine Einheit von dir angreifen. Das bricht ja ab, wenn du die andere Einheit ranziehst, ne? Genau. Ah. Aber du kannst einen. Aber ich mach das da. Ja, das verbraucht trotzdem den Zug. Ja, stimmt. Dann ist er wieder dran. Du, das sollte jetzt aber eigentlich schon schief gehen. Du hättest doch einen Panzer mitschicken sollen, aber da hast du ja nicht nur Geld für. Doch, ich hätte schon einen Panzer mitschicken können, aber ich wollte lieber das mitschicken. Schneesturm ärgert mich ein bisschen. Was macht Schneesturm nochmal? Das verstärkt ihn. Verstärkt ihn und schränkt mich in meinen Laufweiten ein. Kommst du trotzdem an die Basis ran mit deinen Infanterietrupps? Ja, sollte ich. Ja, das ist das Wichtigste. Ach so. Das könnte knapp werden. Das ist aber ganz gut hier. Damit kommt er nicht runter. Hast du gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Nichts? Ja. Panzer sind extrem schlecht gegen Schiffe. Jupp. Und vor allem Jagdpanzer. So. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Nein, doch. Okay. Das ist... Also da kommt er nicht mehr ran. Das ist... Ich meine, er kann noch ein bisschen Schaden machen, aber er kommt nicht mal bis zu deiner Basis. Das... Taktischer Rückzug? Ja, ah, nee. So ein bisschen. Damit die eine Einheit nicht verlierst. Ist auch genial, wie er die Artillerie vorne steht. Er hat ja zweimal Artillerie da stehen. Ja, und zwar genau da, wo ich ihn angreifen kann. Ich meine, du könntest ja dein Gebäude jetzt noch schützen. Mach ich auch. Denkst du, das lasse ich mir wegnehmen? Vergiss es. Wir hängen schon viel zu lange hier an diesem Level. Ja, genau. 1, 2 Parts. Ich weiß halt nicht, wie du das zählst, das mit dem Überlängenpart. Das ist der dritte Part jetzt, glaube ich. Ich weiß halt nicht, wie lange jetzt das war. Ich gucke ja nicht auf die Uhr. 18 Minuten knapp. Oh, so lange doch? Naja, 3 Minuten drüber. Wir, und das Part wieder Sommer. Schau dir die letzte Aufnahmesession von Donkey Kong 64 von Scan an. Ja gut, aber da ist es ja schon Standard. Ja, aber wir sind, ich glaube, der längste Part hat 26 Minuten. Ich dachte, er macht 20 Minuten Parts. Wow, wie er es nochmal versucht. Und er hat immer noch nicht einen weggeschossen. So kann man die gegnerische Armee auch beschäftigen. Genau. So. Ach, weißt du was? Hier, vielleicht kriegt er noch was für Kraftbonus. Ich weiß nicht, Zeitbonus, zählt er die Zeit oder die Rundenanzahl? Die Runden. Rundenanzahl, ne? Die Runden, ansonsten wäre es ja blöd. Ich weiß noch, wie wir damals dachten, dass der Timerball effektiver wird, umso länger man im Kampf ist und nicht wie viele Runden der Kampf hat. Ja, ich weiß, wie ich manchmal den
den Game Boy Advance SP einfach ans Ladekabel geschlossen habe und liegen lassen habe. Ja. Was der Glaube... Du, aber ich meine, bei Pokémon Rot habe ich auch noch gedacht, dass wenn man runter und B drückt, gedrückt hält, dass man das Pokémon oh, besser ja. fangen kann. Oh ja, oh ja. Das hat funktioniert. Hat also so und so viel Prozent der Fälle funktioniert, also ist schon mal gut, ne? Das hat in 100% der Fälle funktioniert. 100% der Fälle, wo ich ein Pokémon gefangen habe, habe ich runter und B gedrückt. Er hat angefangen. Max! Wenn du es weitermachst, rollen hier bald Köpfe. Anstatt Panzer. Ab mit seinem Kopf! Oh. Ich habe ja gesagt, ich spiele nicht nach Rang. Nee, aber das war schlecht. Ein bisschen. 16 Tage. Vor allem Max schlägt zu. Ja, Max hat zugeschlagen. Jupp. Hast du gesehen, wie Max zugeschlagen hat? Vor allem die Mission kannst du nur mit Max machen, oder? Nein, mit Andy. Die ja, aber Oh, achso, wir wären sonst woanders. Stimmt, den Weg kenne ich glaube ich noch gar nicht. Oh, Kid. Nenn mich nicht kleiner. Ah, du bist ein richtig kleiner Springensfeld. Ein richtiger Springfield. Nicht wahr? Gott, die Übersetzung ist schlecht. Was? Springensfeld? Na, das ist sowas wie Hans Kuck in die Luft. Spring ins Feld. Ja. Oh. Ein Springfield. Das mit Springfield habe ich mir. Wie kommst du denn so mit dem großen Maxi aus? Kid? In der Armee von Blue Moon? Nein. Doch. Ah. Sowas kann schon passieren. Blue Moon hat mir mal geholfen und ich werde ihn nicht erkenntlich zeigen. Aber weder hier noch jetzt, mein Freund. Gehörst du schon zum alten Eisen, dass du den Kleinen hier testest? Was, du Unverschämter! Weißt du was? Ich helfe dir dabei, den Kleinen auf die Probe zu stellen. Wenn die Jungs die nächsten 5 Tage übersteht, wisst ihr, was er kann. Na, kannst du mich schaffen, großer Gorilla? Los geht's, Jungs. Muss ich mit Max spielen, ne? Ja, du bist ein arrogantes Stück. Muahahaha, das ist doch Max ist voll die Bitch. Max am Boden? Fragezeichen? Ja, eine ziemliche whiny Bitch sogar. Hagel und Granaten. Kids Truppen haben mich umsingelt. Ja, die Karte habe ich... Doch, die habe ich auch schon einmal gespielt, aber... Aber die haben keine... So, Position schießt er mich in Stücke. Zieh mich zurück. Ist das HQ verloren. Wie komme ich aus dieser Zwickmühle? Oh ja, doch. Ich kenne die Map. Ich glaube, an diese Map ist auch eine ähnliche Map angelehnt im zweiten Teil. Keine Fabriken? Keine Fabriken. 5 Tage überleben. Problem ist, du kommst nicht schnell genug rein, um dir Infanterie zu zerlegen, glaube ich. Nö, es reicht. Situation. Halte 5 Tage durch. Lass niemanden deinen HQ besetzen oder deine Truppen besiegen. Also Kid, Fernkämpfer. Kids Truppen, wie du da unten siehst, 3 bis 6, haben ein Feld mehr Schussweite. Was sie ziemlich gefährlich macht, weil die zum Beispiel jetzt 2 bis 4 haben. Bam. Mhm. Und meine haben einen weniger als Nahkämpfer. 2 bis 2. Bam. 2 bis 2, oh Gott. Ich kann viel, richtig viel damit anfangen, ne? Und dann sind sie natürlich noch wieder alle so gut positioniert. Wie könnte es auch anders sein? Hier, damit kann ich wenigstens ein bisschen was machen. Aber selbst da machen wir nicht so viel Schaden, wie Kid zum Beispiel Schaden machen. Dafür ist er im Nahkampf eigentlich, ich will nicht sagen aufgeschmissen, aber eigentlich schon aufgeschmissen. Er hat nur Fernkampfeinheiten, oder? Zumindest naja, direkt bei dir. Ja, da hinten noch ein Panzer. Direkt bei dir. 1, 2 Panzer hat er noch dazwischen. Okay. Na, wenn du deine Infanterietrupps ausschalten kannst, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Also, naja. Guck mal, aber das ist das Gute. Guck mal, ich kann mit einem Jagdpanzer deine Truppe töten. Ich finde sein Gesicht super, wenn er eine Einheit verliert. Du hast keine gesehen? Oh, muss das denn sein? Die Map ist echt blöd aufgebaut für Überleben. Ich glaube, was ist ein Zweck der Aktion? Ja, das ist eine Overlife-Mission. Tada! Und das Gute ist, tada, ich stehe da drin. Echt gut. Er kann nur alle anderen angreifen. Das Problem ist, dass er mich da... Kann er mich da treffen? Nee, kann er nicht. Nee, es gibt noch eine ähnliche Mission später. Im zweiten Teil, die echt gut gemacht ist.
Da spielt man aber, wenn mich nicht alles drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wenn das Hakuni so blöd stehen würde, könntest du einfach abwarten. Naja, so leicht kommt er da auch nicht rüber. Das muss man noch dazu sagen. Ja, aber gut, er muss über durch den Fluss und über die Berge drüber. Ja, wir warten mal, bis er über den Berg ist. Wenn er über den Berg ist, ist es schon zu spät, Sven. Ja. Aber du weißt doch, wie man sagt. Man sagt, dass dein Kampfpasser fast tot ist. Und dein TTP tot ist. Das war mein Jagdpanzer. Und mein TTP ist auch nicht. Ach ja, Jagdpanzer. Das stimmt. Du hast recht, deine Nahkampfeinheiten sind schwächer. Die haben nur 5 Trupps zerlegt. Naja, das wäre ja eigentlich nicht das Problem, wenn er nicht so viele Fernkämpfer hätte. Aber nächste Runde kann ich schon meinen Boost einsetzen. Aber das ist nicht so wichtig, weil erstmal mache ich den tot. Den Boost kriegst du dann auch Reichweite plus? Er oder ich? Du. Nein. Schade. Er bekommt aber Reichweite plus. Was etwas mehr. Ich meine Fahrreichweite. Ja, ich weiß. Du meinst Zugweite. Er bekommt Schussweite plus 2, glaube ich, dazu. Gottes Willen. Oder nur plus 1, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im zweiten Teil ist es plus 1 bei der normalen und plus 2 bei der Spezialgabe. Und Angriffskraft kriegt er auch noch dazu. Überleg mal, der hat schon hier 3 bis 6, ja. Mhm. Dann hätte er 3 bis 8 bei der. Und das Geilste ist dann beim Schlachtschiff. Oh ja. Weil das kann ja dann auch, das hat dann 2 bis 9 hat das dann. Du könntest es mit einem Zweier Jagdpanzer angreifen. Ich weiß auch nicht, wie viel das bringt. Du, ob das was bringt oder nicht, ist egal. Hauptsache wir töten es. Ich komme dann noch mit dem anderen Jagdpanzer hin. Das Problem ist, dass ich da oben jetzt nicht langkomme. Dass du nicht an den anderen Raketen mal vorankommst. Oder was? Genau. Nee, das Problem ist, dass die hier noch etwas zu viel bestreichen können. Und ich da wahrscheinlich nicht schnell genug bis runterkomme. Verdammt, warte mal. Wie weit kann der schießen? Scheiße. Yep. Ich meine Schieße. Verschlifft nochmal. Versifft nochmal, du. Das sag ich dir. Egal, der wird wahrscheinlich einen Kampfpanzer angreifen. Bam. Ich meine, die Fernkämpfer sind sowieso nicht so allzu nützlich bei dir, wenn die Artillerie reingreift, ist auch nicht so schlimm. Nee, wenn er das machen würde, wäre das echt nice sogar. Aber guck dir das an. Scharfschuss. Kling, 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 kling. Hast du gerade gesehen, auf welchem Abstand er mich mit seiner Artillerie getroffen hat? Er hat sich zerlegt. Artillerie. Er hat sich nochmal zerlegt. Ja, der war ja schon angeditscht. Oh, das zählt ja nicht. Ich hätte ausladen sollen. Ja gut, aber brauchst du Infanterietrupps? Ja. Wofür? Schnelle Vorstoßtruppen. Die können doch nicht weit laufen. Und viel Schaden machen sie. Aber die können auch über den Berg laufen. Und die Mech-Truppen, die ich hatte, die verlieren kein Limit beim über den Berg laufen. Wie weit kommt denn dein Jagdpanzer? Du hast nur noch 2 Tage zu überleben und die Infanterieeinheit ist schon ziemlich nah an deinem. Kommt die jetzt ran an dein Hauptquartier? Wahrscheinlich. Also, ich komme jetzt sowieso nur mit dem ran. Also bringt es mir auch nichts, die Gabe einzusetzen. Doch, ich werde die Gabe einsetzen, weil ich glaube, die halten dann noch mehr im Fernkampf aus, im Gegenangriff aus. Aber die setze ich erst am Ende ein. Und guck mal, ob die Infanterie-Einheit rankommt. Weil wenn sie jetzt nicht rankommt... Willst du mich verarschen? Natürlich kommt die ran. Das ist 3 Felder weit weg. Wenn sie jetzt nicht rankäme, hätte ich gewonnen, ich weiß. Ja. Hm.
Nee, Moment, das ist jetzt für dich Tag 3. Für ihn ist es dann Tag 4, wenn er die erste einnimmt und Tag 5, wenn er das zweite einnimmt. Aber wenn ich hier... Guck mal, mit denen komme ich nicht ran. Nee, hast du angefangen mit dem Zug? Natürlich, ich fange immer an. Ja, dann ist das nächste für ihn Tag 3. Noch schlimmer. Ja. Ich muss dann die ein bisschen anditschen irgendwie. Aber du musst hoffen, dass der nicht deine Jagdpanzer zerlegt. Naja, wird er aber, weil die Kampfpanzer viel zu weit hinten sind. Ich hätte die andere Schlacht mit Max nehmen sollen. Die darauffolgende Schlacht ist leichter. Gut, die sind sowieso down. Das war klar, dass sowas kommt. Ja, der haut mir meine ganzen Jagdpanzer weg. Sag ich dir, wie es ist, oder? Nee. Sehr schön. Damit kommt mindestens ein Jagdpanzer bis ran. Der stirbt zwar auch danach durch die anderen Raketenwerfer da. Und der hat es nicht mal geschafft. Ach nee, das war der. Sein Jagdpanzer. Kommt der denn her? Von hinten. Oh, er ist weggefahren mit anderen Artillerie. So, jetzt aber. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ach, Moment. So, mit dem Ding kann ich eh nichts anfangen. Also stellen wir das da unten hin, einfach als Schussfang. Wo kommen wir denn da hin? Da kommen wir da hin, okay. So, jetzt muss noch zwei, was. Du musst noch zwei Tage überleben. Das heißt, du müsstest ihn, wenn möglich, einfach umbringen und dann dich nicht töten lassen. Ja, und um das zu tun, habe ich da hinten noch eine Truppe. Die Artillerie. Genau. Guck mal, der kann jetzt bis dahin schießen. Du musst die ganze links an den Rand schieben, dann kommt er nicht ran. Wie weit kommen die ran? Okay. Ich würde es nicht zu weit runterstellen. Nee, ich weiß. Da ungefähr hin. Da dürfte. Weil selbst wenn er seine Fähigkeit einsetzt, muss er sehen, dass er die Fähigkeit nochmal einsetzen kann, eventuell. So. Stirb du? 124% noch. Übel. Von 72 ungefähr. Oh! Ich hab's schon wieder getan. Leute, wir müssen mal wieder den Part beenden. Das ist so spannend, dieses Spiel. So spannend! Tatsache, das ist es. Ich find's auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.